aufgelegte Torhüterin. Isabel Roch fängt jetzt heute auch wieder verdient an, die wirklich die Pause sehr gut genutzt hat und ja, mit Jasmina Jankovic da ein super Duell darstellt im Tor. Ja, eine WM-Bronzemedaillengewinnerin mit Jasmina Jankovic auf der Bank. Das zeigt, die Tussis sind stark auf jeden Fall, auch auf der Torhüterposition. Spiel hat angefangen, frisch auf Göppingen im Angriff. Und wir hatten es vorher schon angeschaut, die Nummer 11. Auf die müssen die Tussis besonders aufpassen. Und natürlich auch auf Prudence Kinland, die jetzt an den Kreis wechselt, jetzt auf Rückraum links spielt. Ja, erster Besuch wird geblockt. Ja, das war jetzt super gemacht. Und dann geht es schnell über Marlene Zapf. Die setzt sich durch. Und da gibt es bei mir hier oben am Kommentatorenstand schon Gänsehaut, wie laut das dann hier wird, wenn die Tussis treffen. Ja, die Stimmung ist sensationell und da hat sich auch jeder drauf gefreut. Es ist was Besonderes und dann noch zwischen den Jahren hier in der Porsche Arena auflaufen zu dürfen. Es ist wirklich sensationell. Ina Grossmann hat mir vor dem Spiel schon verraten, es kribbelt schon. Es kribbelt und ich glaube, so ein Kribbeln muss es auf jeden Fall auch bringen, um auf Top-Niveau zu spielen, so eine gewisse Anspannung. Du weißt es, du hast selber auch bei den Tussis gespielt. Es muss irgendwie kribbeln, oder? Ja, genau. Also es muss kribbeln, aber man darf nicht übersteuern. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, gerade wenn man in so eine Wahnsinnshalle einmarschieren darf. Da muss man wirklich schauen, dass man seine Souveränität schnell findet. Und dann auch wirklich durch eine gute Abwehrleistung, zum Beispiel wie jetzt hier in dem Fall, sehr gut ins Spiel findet. Nervöse erste 2 Minuten von frisch auf, finden noch überhaupt nicht statt im Angriff. Jetzt schauen wir mal, was angesagt wird von Maxim Struss. Es geht über Bruset, Kinlert, aber locker gehalten von Isabel Roch. Und dann geht's schnell über Julia Behnke und da ist es 2-0. Das ist genau der Tempo-Handball, den die Tussis Metzinger ausmachen. Ja, genau. Und das ist leider immer wieder schön zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie den Ball nach vorne spielen. Also das ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht, aber jeder weiß, wie er zu laufen hat. Und das beruht wirklich auf viel Trainingseinheiten und viel Schweiß und Fleißarbeit. Und das ist dann schön, wenn man es tatsächlich auch auf den Punkt abrufen kann. Wir werden im Laufe des Spiels sicherlich auch nochmal über die Heim-WM ein bisschen sprechen. War ja nicht so erfolgreich für die deutsche Nationalmannschaft. Früh ausgeschieden gegen Dänemark. Aber wir werden natürlich auch mit Jasmina Jankovic, WM-Bronze, für die Niederlande noch ein bisschen reden, während wir die nächste Parade sehen von Isabel Roch und der nächste schnelle Angriff der Tussis Metzing. Ja, die Abwehr steht wirklich super von den Tussis und dadurch sind es eher Verzweiflungswürfe jetzt im Moment von den Frischauf-Mädels. Und dann ist es halt eine leichte Beute auch für Isabel Roch da hinten im Tor. Weiße Weste bisher. Ganz genau. Das nach 3 Minuten, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, der Ball scheint ganz schön harzig zu sein. Kommt auch gar nicht ins Rollen, wenn er mal auf den Boden fällt. Da hat jemand zu tief in die Harzgrube gefasst. Wenig Bewegung da auch im Angriff von Göppingen. Jetzt kommt mal ein bisschen Schwung rein. Hübkova auf Kinlind, aber da passiert nichts, keine Chance. Zeitspiel wieder angezeigt. Jetzt geht es aber über den Kreis und das gibt natürlich 7 Meter. Gelbe Karte auch für Julia Behnke. Da haben sie es eigentlich gut gespielt bis zum Zeitspiel, die Tussis, aber dann kurz nicht aufgepasst. Kommt der Pass an den Kreis. 7 Meter für Maxim Struss. Und das ist natürlich dann gleich in der Anfangsphase so einen Versuch zu leisten, sehr, sehr schwer. Wenn der dann jetzt auch noch gehalten wird, das geht erstmal auf die Mentalität. Ja, ganz genau. Und das war jetzt gerade witzig, weil Lisa so lange stand und dann wirklich noch diesen Ulla gebracht hat. Ich weiß nicht, ob sie es zu Hause auch gehört haben, dieses Ach, was gerade alle auch lachen müssen, weil sie wirklich mit den Fingerspitzen noch den Ball da gehalten hat. Also
auch sie brennt. Schön zu sehen. Schöner Pass auf Katharina Bedies. Und der Ball läuft bei den Tussis Metzingen. 3:0, 5 Minuten gespielt. Ist das vielleicht genau die angesprochene Anfangsnervosität, dass Frisch auf einfach die Vielzahl der Zuschauer so nicht kennt? Mag schon sein. Also sie wirken sehr nervös, weil dieses statische Aufbauspiel jetzt auf Seiten der Frisch auf Göppingerinnen kennt man so gar nicht. Ne? Sie versuchen jetzt vielleicht mit langen Angriffen dann genau zum Torerfolg zu kommen. Da ist das erste Ding. Das hat geklappt. Michaela Rybkova mit dem ersten Tor für Frisch auf Göppingen. Hier im Derby in der Porsche Arena. Jetzt eigentlich der erste so richtig lange Angriff für die Tussis. Und da merkt man auch gleich wieder, wie laut es hier wird. Ganz offensive 3-2-1-Deckung jetzt von Frisch auf. Die sind dafür bekannt, dass sie eigentlich sehr offensiv spielen. Ja, und sehr erfolgreich auch. Also bereitet jedem Gegner wirklich Schwierigkeiten, gegen diese Abwehrformation dann zum Torerfolg zu kommen. Jetzt Zeitspiel angezeigt. Anna Lörpert mit dem Offensivfoul. Hier ist so die Notlösung. Und jetzt könnte es mal schnell gehen bei Frisch auf. Gut gestoppt, die zweite Welle von den Tussis. Aber eigentlich sollte man ja meinen, die Tussis hätten einen Vorteil gegen die offensive Deckung. Die haben so einen schnellen Rückraum. Gerade Anna Lörper hat doch bei so einer Deckung eigentlich Vorteile. Ja, ganz genau. Das Timing muss halt stimmen. Ne? Und wenn man es natürlich schafft, die Spielerin mit Ball festzumachen, dann ist es auch für eine sehr athletische Spielerin, jetzt in dem Fall wie Anna Lörper, schwierig, da ins 1-1 zu kommen. Und gerade war der Auftakt ist sehr gut gelöst von Frischauf. Ne? Da ist der Stürmerfoul zu provozieren. Also sie wissen da schon, wie sie es zu handhaben haben. Und da ist der Anschlusstreffer für Frisch auf Göppingen, Prudence Kinland mit dem 2:3. Dann geht es aber wieder schnell, wieder über außen. Marlene Zapp! Macht's ganz kurz und schmerzlos. 4:2. Zweiter Treffer für Marlene Zapp. Sind mehr die Einzelaktionen bisher von Frisch auf. Diesmal ist Kinland nicht erfolgreich und wieder versucht, schnell zu spielen. Über Julia Behnke, Shenia Meniskaya, aber jetzt wird ein bisschen Tempo rausgenommen, Positionsangriff. Anna Lörper vor dem Spiel ausgezeichnet mit dem Kemper Award, den bisher nur die Männer bekommen haben. Zum ersten Mal eine Frau, da war sie ja auch sichtlich stolz vorher. Ja, und überrascht. Also, ja, weil man halt weiß, dass bisher noch keine Frau diesen Award bekommen hat, ist schon eine sensationelle Auszeichnung, ja. Während Monika Kobylinska das 5:2 erzielt für die Tussis aus Metzingen. Und Anna Lörper auch im letzten Spiel gegen Nellingen 12 Kisten gemacht. Das war ja ein Wahnsinn. Ja, genau. Und sie hatte sich auf das Spiel heute gefreut. Wir hatten heute Mittag noch telefoniert und sie meinte nur so, oh Louis, ich hoffe, dass ich das Spiel besser spiele. Und dann dachte sie nur so, hä, du hast so 12 Kisten gemacht, du warst doch super. Aber wenn sie so, nee, kannst du dich an letztes Jahr erinnern, da hat sie verdient, weil sie beim 7-Meter-Versuch der Torhüterin auf den Kopf geworfen hatte, direkt rot bekommen. Und ihre Veranstaltung ziemlich schnell beendet. Und da hatten wir heute noch ganz schön zu schmunzeln, ja, vor dem Spiel. Ja, dann hoffen wir mal, dass es gut klappt. Ja. Oder wenn sie den 7 Meter wirft, vielleicht nicht gerade noch auf den Kopf zielen. Und das geht hier so schnell, was die Tussis aus Metzingen hier veranstalten. 6:2,
keine 10 Minuten gespielt und schon die erste Auszeit für Frisch auf Göppingen. Da ist natürlich Alexander Knesewitsch überhaupt nicht zufrieden. Kann er auch nicht sein. Also er muss jetzt nochmal wirklich schauen, dass er den Mädels sagt, dass sie im Angriff sich mehr getrauen müssen. Das ist noch zu wenig, das ist alles zu statisch, wie ich anfangs schon gesagt habe. Da muss wirklich mehr Bewegung auch reinkommen ins Spiel. Und dann müssen sich mehr getrauen, auch wirklich Zug zum Tor ausziehen. Vorne, also in der Abwehr, ich meine, wenn die Tutsis in die zweite Welle kommen oder überhaupt in den Tempo-Gegenstoß, ist es schwierig, das zu abwehren. Vier Tore auch jetzt schon über außen, zweimal Marlene Zapf, zweimal Katharina Wedies. Kann man da irgendwie ein bisschen ernster dann auf außen verteidigen? Ja, sollte man sich vielleicht was überlegen, genau, aber wir sind einfach gerade extrem sicher, was die Abschlussquote angeht. Und ich glaube, die anderen Mädels, die brennen genauso. Selbst wenn man jetzt ein bisschen offensiver gegen die Außenspielerinnen taktiert, könnte es dann halt für den Rückraum besser sein, durchzubrechen. Ne? Also Glanzstart für die Tussis und wir wissen, dass Frisch auf das besser kann und hoffen jetzt auch, dass sie ein Spiel finden. Schauen wir mal, was nach der Auszeit passiert. Wechsel gab es auf jeden Fall keine bei Frisch auf Göppingen. Aber es ist wieder ein einzelner Wurf, wieder eine Einzelaktion. Es geht wieder schnell über außen, aber vielleicht doch zu wenig Harz am Ball. Marlene Zapf kann den Ball nicht kontrollieren. Frisch auf, wieder im Angriff. Da hat sie mal ein bisschen Platz und da zeigt sie gleich ihre Klasse. Maxim Strüß, erstes Tor aus dem Feld, zweites insgesamt, 3:6. Wieder ist Johanna Schindler dabei, draußen auf Anna Lörper deckt sie komplett ab. Das ist ja eine halbe Manndeckung, die sie jetzt schon spielt. Einfach um ein bisschen die Kontrolle rauszunehmen. Spiel angezeigt. Ball abgefangen, aber die frische Aufspielerin stand im Kreis. Deshalb Zeitspiel läuft. Und da ist Jenia Mineskaya und der Einwurf. Ball kam nicht aufs Tor, deshalb bleibt das Zeitspiel. Und die Tussis haben es gecheckt. Ja, es war ein Pass zu viel. Nachdem die Schiedsrichter das Zeitspiel anzeigen, dürfen nur noch 6 Pässe gespielt werden. Der auf Julia Behnke war der 7., deshalb Zeitspiel und Ballbesitz für Frisch auf. Die verkürzen. Das ist die große Stärke auch von Prudence Kinland. Ich durfte mit ihr auch in Leverkusen noch zusammenspielen. Also es ist einfach Wahnsinn, was sie für eine Power hat mit dem Körper. Und wenn sie mal da in Schwung kommt, ins 1 gegen 1, das ist wirklich ganz, ganz schwer, sie da zu verteidigen. Hat auch ein richtig gutes Spiel gespielt gegen Leverkusen. 24-20 Endstand und Kinland mit 7 Treffern, das kann sich schon sehen lassen. Ja, gegen seinen Ex-Club ist man natürlich genauso hochmotiviert. Jetzt machen wir zu viele technische Fehler gerade. Das müssen wir jetzt versuchen wieder abzulegen. Und Göpping mit der Chance auf ein Tor zu verkürzen. Aber gut rausgefangen von Julia Behnke, dann geht's schnell. Marlene Zapf mit Platz, rüber auf Katharina Bedies. Und das ist dann einfach stark gespielt von den Tussis Metzing. Und da fehlt das Abwehrverhalten von Frisch auf komplett. Ja, richtig. Also man sollte zumindest erwarten können, dass sie zurücklaufen, weil für Marlene Zapfer jetzt dann wirklich noch die Option war, auf Kathi Bettjes zu spielen. Also da kann Alexander Knesewitsch auch nicht zufrieden sein mit dem Rückzugsverhalten seiner Mannschaft. Und statt einem Tor sind es jetzt wieder 3 für die Tussis. Wieder Prudence Kinland. Aber da steht die Abwehr, die sind darauf eingestellt. Das sieht man sehr deutlich, gut auch vorbereitet auf die auf den Frischauf-Rückraum. Aber das ist ein starker Unterhandwurf. Starke Einzelaktion von Michaela Hirkova zum 7:5.
Und da hat man kaum ausgeredet, schon erneut der Gegentreffer. Anna Lörpe im Gegenzug, 8:5. Das geht für uns hier oben auf dem Kommentatorenplatz zu schnell und da auf dem Feld sieht es genau gleich aus. Ganz genau, wie du sagtest. Also man ist noch gar nicht fertig mit Moderieren und schon ja, werfen die Tussis das nächste Türchen. Starker Auftritt. Schön über den Kreis jetzt. 7 Meter gelbe Karte. Ja, Frischau versucht jetzt viel mit 2 Kreisläuferinnen zu agieren, was auch bedeutend besser ist als jetzt am Anfang von der ersten Halbzeit. Ob man den 7 Meter geben muss oder nicht, das ist fraglich. Aber vielleicht hält ihn ja Isabel. Ja! Kannst du hell sehen! Ja, ja. Starke Parade! Aufs Standbein geworfen. Aber natürlich, dann auch irgendwo gut gehalten, wobei es auch kein starker Wurf war. Nee, da gebe ich dir recht, ja. Aber es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Letztendlich fragt auch niemand mehr nach, wie es gehalten war, sondern nur das, also von daher. Ja, und sowas bleibt im Kopf, ne? Gerade bei so einem Spielstand wäre das schon jetzt wichtig gewesen, da einen Anschlusstreffer zu erzielen. Viertelstunde ist rum. 8:5 die Führung für die Tussis. Das sieht in der ersten Viertelstunde zumindest wie eine sehr konzentrierte und starke Leistung aus für die Tussis. Auch wenn der Ball jetzt abgewehrt wurde. Missverständnis da, dann geht's wieder schnell. Aber das ist jetzt mal eine starke Parade. Auch auf der anderen Seite für Christi Zimmermann, die den Laden dicht macht. Und die Tussis kommen nicht schnell genug zurück. Nur noch 6:8 aus Sicht von Frisch auf. Stark gespielt und da muss natürlich auch 7 Meter geben für die Tussis. Und das macht natürlich Anna Lörper. Jetzt schauen wir mal, wo sie hinwirft. Bitte nicht wieder auf dem Kopf. Ich sag Aufsetzer unten links. Ganz weit weg vom Kopf. Mal gucken, ob ich auch hell sehen kann. Halb hoch auf den Torhüter, naja. Ja, das kann sie besser, da gebe ich dir recht. Ich meine, mit Genia Miniskaya gibt es ja auch noch eine zweite 7-Meter-Schützin, die auch stark ist. 18 aus 20 in der Liga getroffen, das ist eine gute Quote. Ja, bin mir sicher, dass sie auch die nächsten 7 Meter dann probieren wird zu verwandeln. Vielleicht war die Angst ein bisschen da, bitte nicht ins Gesicht. Da kommen da wahrscheinlich im Hinterkopf schon irgendwie solche Gedanken, oder? Mit Sicherheit ist da unterbewusst auch was dann nochmal aufgeploppt. Ja. Und wieder Frisch auf mit der Chance, auf ein Tor zu verkürzen. Zeitspiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Läuft wenig zusammen. Und dann muss so ein Verzweiflungswurf her von Kinland. Und jetzt kann es wieder schnell gehen über die zweite Welle. Und da gibt es 2 Minuten für Mikaela Hrbková. Wie hast du es gesehen? Ja, also ist schon vertretbar. Sie geht da wirklich mit der Schulter voran und sieht ja, dass Sheni da Richtung Ball geht. Also finde ich, war ein bisschen übermotiviert, muss ich sein. Natürlich unglücklich, den Ball wollte sie rausfangen, den langen. Aber ja, trifft sie deutlich im Gesicht, von daher völlig vertretbar. Diese 2 Minuten Strafe für Frisch auf.
Und das bedeutet natürlich dann auch Überzahl für die Tussis. Das ist stark gespielt über Marleen Zapf. Und die ist sicher. 9-6. Stark gemacht. Marleen spielt sowieso eine sehr, sehr starke Saison bisher. Jetzt, das war schon ihr 34. Treffer in der Liga. Da toppt sie auf jeden Fall ihre Leistung von der letzten Saison. Ja, absolut. Und es ist auch wichtig, dass wir auf sie setzen können, weil mit der schweren Verletzung von Kelly Vollebrecht, die ja diese Saison nicht wieder zurückkommen kann, brauchen wir sie noch mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass sie da auch wirklich Selbstbewusstsein tankt und auch weiß, dass sie da 60 Minuten gut durchspielen kann. Da gibt es großen Applaus für die Wischaktion jetzt. Weißt du da was? Nee, nichts bekannt. Ja, vielleicht auch Freunde, Bekannte. Extra dafür gekommen. Genau, die unterstützen. Aber es kann euch ruhig auch mal honoriert werden. Ist schon auf gut jeden so. Fall, definitiv. Zeitspiel 1 Aktion, das ist dann richtig, richtig stark. Toller Anschlusstreffer von Iris Guberinic. Tussi ist noch 36 Sekunden in Überzahl. Schauen wir mal, wieder der Expresspass raus auf Marleen Zapf. Diesmal klappt es nicht. Gerangel am Kreis. Da muss man abgehärtet sein am Kreis. Ja, Wahnsinn. Ja. Also ich könnte es nicht. Ich würde das, glaube ich, sehr aggressiv machen, wenn ich da die ganze Zeit Körperkontakt hätte, nonstop. Ich war auch immer lieber gerne rechts außen, halb rechts. Das hat gepasst. Glaube ich dir gerne, ja. Nächste 7 Meter und hat sich ja auch angedeutet. Shenia Meneskaya schnappt sich den Ball. Edith Lenge jetzt im Tor, ist ja auch eine Ex-Tussi sozusagen. Sie ist ja damals, als ich mich dann verletzt hatte und Biene Stockhaus verletzt, aus Ungarn geholt worden. Und sie hat wirklich auch einen sensationellen Job gemacht. Und ja, ist auch immer wieder ein herzliches Wiedersehen mit ihr. Den Ball kann sie aber nicht mehr halten. Den ersten hat sie gehalten. Und die Tussis erhöhen wieder auf 3 Tore. Man hat immer das Gefühl, wenn man jetzt die ersten 20 Minuten zusammenfassen will, die Tussis sind so auf 2-3 Toren weg und wenn Frisch auf die Chance hat, nahe zu kommen auf ein Tor, klappt es irgendwie nicht. Ja, der große Unterschied von den beiden Teams ist eben der Tempohandball, ne? Der auf Seiten der Tussis wirklich wieder überragend funktioniert. Und zudem sind sie sehr, sehr gut, was die Trefferquote angeht. Und da haben wir eine sehr gut aufgelegte Isabel Roch, die schon viele Bälle entschärft hat. Auch wenn sie da nicht rankommt. Ja, genau. Aber gut, der war verdeckt, ne? Das ist schwierig zu halten als Deuter, aber das ist halt gerade der große Unterschied zwischen den beiden Teams. Spielzug angezeigt von Anna Lörper. Kreuzbewegung auf Rückraum links. Gutes Abwehrverhalten jetzt von Frisch auf und da gibt es schon das nächste Zeitspiel für die Tussis. Marleen Zapf probiert's, aber jetzt hält Christi Zimmermann die Kugel und Frisch auf wieder mit der Chance, wie gesagt, auf ein Tor ranzukommen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob sie es schaffen. Wieder stark über den Kreis. Und der nächste 7 Meter für Frisch auf Göppingen. Der dritte 7 Meter, jetzt versucht's
Alexandra Svirilenko. Und sind wir mal gespannt, ob Isabel Roch auch den dritten hält. Da ist er dann chancenlos. Falsche Ecke. Und Göppingen ist jetzt tatsächlich dran auf ein Tor. Nur noch 9-10. Und prompt kommt die Auszeit. Was kann der Trainer jetzt für Worte finden, um die Tussis mal wieder so ein bisschen rauszuholen, ein bisschen zu motivieren, nochmal Gas zu geben in den letzten 8 Minuten? Ich denke, er wird jetzt einen Spielzug klar ansagen, der dann auch durchgespielt wird. Und wir müssen einfach schauen, dass wir wieder mehr Tempo aufnehmen, den Ball durchspielen. Das machen wir eigentlich auch gut, aber dann wieder konsequenter zum Tor gehen. Ich meine, ja, dass man mal einen verwirft, das ist normal im Handball. Und von dem her müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder ein Tor machen und dann sieht alles wieder relativ entspannt aus. Dann schauen wir mal, was für ein Spielzug das wird. Ich sehe auf jeden Fall die Laila Amega jetzt mit der 5 auf dem Spielfeld. Ist drin für Anna Lörper. Die nimmt jetzt erstmal auf der Bank Platz. Kleines Päuschen. Die Laila Amega hat sich bestimmt auch riesig gefreut über ihre Landsfrau Jasmina Jankovic mit WM-Bronze für die Niederlande. Da ist bestimmt auch das eine oder andere Gläschen Sekt getrunken worden, ja, oder? Ja, mit Sicherheit. Da habe ich auch keine Bedenken. Und sie stand ja auch schon im erweiterten Kader. Also zu uns gehört auf jeden Fall die Laila und wir können gespannt sein, wie sie sich weiterentwickelt. Jetzt erstmal das nächste Zeitspiel. Julia Behnke versucht es jetzt, tankt sich durch. Gegenspielerin im Kreis, natürlich 7 Meter Strafwurf. Und das ist jetzt wieder eine andere Angelegenheit für Shenia Mineskaya. Ja, da sieht man, wie wenig Harz am Ball ist. Der rollt keine 2 Meter. Nee, kommt gar nicht ins Rollen. Ja, echt verrückt. Und auch sie verlädt Christi Zimmermann. Nächste 7 Meter erfolgreich für die Tussis aus Metzingen. Wieder gut gespielt, gut durchgetankt auf Außen. Das ist Anja Brugger wieder. Der Anschlusstreffer für Frisch auf. Und da kann man natürlich wenig verteidigen. Auch hier nicht. Gleich im erweiterten Gegenzug der nächste Treffer. Monika Kobylinska war das. Da hat sie ein bisschen Pech, dass der Ball nicht reingeht. Schöner Pass von die Laila Amega auf Marlene Zapf. Aber die trifft nur den Pfosten. Da hat sie perfekt angefangen aus dem Feld. Jetzt leider 2 Fehlwürfe in Folge. Nagt es so ein bisschen am Selbstvertrauen oder wird sie einfach weitermachen? Ja, also wer Marlene kennt, weiß, dass sie da einfach weitermacht. Aber trotzdem ärgert man sich. Das sieht man ja auch. Das ist nicht ihr Anspruch, aber es ist menschlich. Und von dem her müssen wir genauso weitermachen. Ich finde super, dass wir trotzdem noch Risiko gehen und wirklich immer wieder diesen Tempo-Handball fordern. Weil damit sind wir auch erfolgreich. Jetzt die nächste Chance für Tempo-Handball. Wieder der weite Ball, der kommt auf Julia Behnke. Klasse gefangen! Aber auch sensationeller Pass von Schäden. Mit maximalem Risiko der Ball. Auf Julia Behnke, die fängt den dann mit einer Hand, zieht durch. Erster Treffer in dem Spiel für die Kreisläuferin. Marlene Zapf jetzt drin. Quatsch,
Maren Weigel. Während Kinland zum Anschluss trifft. Und wieder geht's schnell über die Leila. Mega! Und genau das kann sie. Genau das kann sie natürlich. Wie keine andere. Der Unterarmwurf zum 14:11. Bei dem Wurf frage ich mich immer, wie kann man den noch verbessern? Sie ist noch so jung und hat den eigentlich schon fast perfektioniert. Ja, du sagst es. Also, ich glaube nicht, dass es da noch einen Trainer gibt, der da irgendwas zu meckern hat. Und da zeigt auch Michaela Hrkova, was ein Unterhandwurf ist. Stark gemacht zum 12:14. Drei Minuten noch, dann ist Halbzeit. Wie wichtig ist es jetzt, auf jeden Fall den 2-Tore-Vorsprung zu halten, bis ja, dann die Halbzeit ist? Ganz wichtig, weil ansonsten die Frische auf Mädels jederzeit, genau, auch die Möglichkeit haben, wieder das Unentschieden herauszufordern oder den Anschlusstreffer, und dann wird es halt auch wieder ein bisschen schwieriger für die Tutsis. Ne? Also wir sollten schon mit einem 2-Tore-Polster in die Halbzeit gehen. Zeitspiel angezeigt, vielleicht wieder eine Einzelaktion. Gut entschärft von Christi Zimmermann. Die ist jetzt richtig gut im Spiel. Der Versuch über Kreis, diesmal gut entschärft. Noch kein Zeitspiel angezeigt, jetzt von den Schiedsrichtern. Dann schwacher Versuch, da bleiben jetzt noch 5 Pässe, dann muss aller spätestens der Abschluss kommen. Für die Frischauf-Mädels. Und da ist eine Einzelaktion und die ist richtig stark. Michaela Hübkova mit der nächsten Bude und es ist nur noch ein Tor. Eine Minute noch zu spielen. Da fast der nächste Ballverlust für die Tussis. Die können die Zeit wahrscheinlich nicht runterspielen jetzt. Nee, glaube ich auch nicht, ja. Müssen wir auch erstmal schauen, dass wir erfolgreich wieder vorne im Angriff sind. Und da ist der nächste Unterarmwurf, der geht aber daneben. Und so hat Frischauf tatsächlich noch die Chance, vor der Halbzeit den Ausgleich zu schaffen. Aber es ist gut gemacht von Maren Weigel. Und jetzt kann es nochmal schnell gehen. Ganz gefährlicher Pass von Isabel Roch. Und die Zeit tickt natürlich, jetzt sind es noch 10 Sekunden. Marlene Zaff beschwert sich da heftig. Aber kein Foul gepfiffen, es sind noch 3 Sekunden für den Abschluss. Und er wird geblockt. Und damit hier angenommen, kann man sagen, gegen den letzten Platz. Und dann haben wir Bietigheim gegen Buxtehude. Bietigheim jetzt vorerst Tabellenzweiter. Die haben nämlich gewonnen 26-21. Und die Tussis jetzt auf Rang 3. Mit einem Sieg würden sie aber wieder vorbeiziehen an Bietigheim. Und damit rein in die zweite Halbzeit. Wir haben wieder die gleichen 6 auf dem Feld wie von Beginn an.
Aber auf der Torhüterposition, da haben wir jetzt die WM-Bronzemedaillengewinnerin Jasmina Jankovic. Vernünftiger Wechsel, was denkst du von Isabel Roch auf ihn? Durchaus vertretbar. Also Rochi hat super ins Spiel gefunden, hatte dann auch wirklich grandiose Paraden. Aber hinten raus hat sie dann nicht mehr so viel Glück gehabt im Stellungsspiel. Und wenn man zwei so hochkarätige Torhüter hat, dann muss man einfach auch mal wechseln. Und ich denke nicht, dass Rochi das jetzt dem Trainer übel nimmt, ganz im Gegenteil. Sondern vielleicht kann ja Jasmina doch nochmal den einen oder anderen zusätzlich entschärfen, sodass wirklich die zwei Punkte aufs Konto der Tussis gehen. Und da ist jetzt schon wieder Zeitspiel angezeigt. Anna Lörper auf Julia Behnke. Nochmal raus auf Marlin Zapf und er ist drin. Bis zum allerletzten Pass gespielt. Und dann ist es Marlin Zapf. Steht die Uhr gerade bei Ihnen zu Hause. Ein Tor haben die Tussis schon geworfen. Jasmina Jankovic hält gleich den ersten Ball, der auf ihr Tor kommt. Und der Ball ist aber drin von Kinland. Nächster Anschlusstreffer für Frisch auf Göppingen. Dann wieder schnell gespielt. Ina Großmann jetzt. Neu reingekommen, gleich mit dem Pfostenknaller, geht nicht rein und frisch auf mit der Chance zum Ausgleich. Nach wie vor steht die Uhr bei Ihnen zu Hause auf Sportdeutschland TV. Und auf Facebook, aber ich kann es Ihnen ja sagen, das war der Ausgleich von Ihnen, Anja Brugger, zum 15:15 mittlerweile. Jetzt wieder über außen gespielt von den Tussis. Kein Durchkommen dieses Mal. Dann ein schwacher Pass von Minevskaya. Und jetzt gibt es tatsächlich die erste Chance des Spiels für Frisch auf Göppingen, hier in Führung zu gehen. Ja, das war jetzt viel zu überhastet von Sheni. Wir dürfen uns da jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen lassen, sondern müssen wirklich versuchen, wieder ins Spiel zu finden, so wie wir es in der ersten Halbzeit auch souverän und gut gelöst haben. Und da dürfen so einfache Fehler da nicht passieren. 15:15 der Spielstand nach 34 Minuten. Auch wenn Ihr PC was anderes sagt, glauben Sie mir. Vier Minuten sind um in der zweiten Halbzeit. Zeitspiel angezeigt. Für Frisch auf und da ist Kinland und da ist die erste Führung für Frisch auf Göppingen. 16:15 für Frisch auf, aber Monika Kobylinska, klasse gemacht, Wahnsinn, was für eine Körpertäuschung. So, da haben wir die Zeit wieder. Nein, das Ergebnis haben wir aber. Das Ergebnis ist richtig. Die Zeit läuft noch nicht mit. Da aber jetzt eh gerade ein bisschen Pause ist, passt es und das Ergebnis stimmt. Die Zeit läuft nach wie vor leider nicht mit. Aber läuft bei Julia Behnke. 17:16, erneute Führung für die Tussis.
Aha. So, jetzt funktioniert wieder alles. Jetzt können wir uns wieder voll aufs Spiel konzentrieren. 17:16 die Führung der Tussis ging frisch auf hier in der Porsche Arena in Stuttgart. Nächster Ausgleich für Frisch auf Göppingen. Und jetzt wird die Arena hier erst so richtig laut, denn jetzt geht es natürlich so langsam mal wieder ein Spiel zu finden, besser ein Spiel zu finden. Auch Anna Lörper hat gemeint, sie will ein besseres Spiel machen, ist aber auch noch nicht so wirklich drin in der Partie. Bisher 2 Tore und wenig Vorlagen. Ja, auch sie muss jetzt Verantwortung übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt den 7 Meter. 7 Meter, weil Block im Kreis. Wieder ein bisschen Glück für die Tussis. Da hätte Anna Lörper schon selber durchgehen können. Dann der Pass aber nochmal auf Monika Kobylinska. Immerhin der 7 Meter. Und wieder steht Xenia Mineskaya da und macht sicher. Es ist ein Derby, so wie wir uns das hier wünschen in der Porsche Arena. Es geht jetzt auf und ab. Lebt natürlich auch vom Kampf hier. Jetzt wieder der Pass zum Kreis. Gehalten von Anna Lörper und ich fürchte, ja, da gibt es die 2 Minuten Zeitstrafe. Aber ich glaube, auch das ist nachvollziehbar. Ja, sie hält sie da wirklich fest und gibt ihr da keine Chance, rechts und links dann sich durchzusetzen. Das ist durchaus vertretbar. Jetzt natürlich unglücklich, ne, bei dem Spielstand jetzt noch in Unterzahl zu spielen, aber jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die Laufwege noch enger machen und da wirklich versuchen, auch trotzdem den Ball zu ergattern. So wie es Maren Weigel hier macht. Richtig stark. Klasse aufgepasst, schönes Defensivverhalten. Und jetzt dürfen sie es natürlich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Kommt der Torhüterwechsel, Jasmina Jankovic geht raus. Die Leila Amega geht rein, damit man einfach in Gleichzahl den Angriff jetzt spielen kann. Ist natürlich auch immer gefährlich. Der Torhüterwechsel muss dann natürlich schnell kommen, wenn man zum Beispiel den Ball verliert. Ja, dieses taktische Mittel haben wir auch viel bei der Weltmeisterschaft gesehen. Nicht nur vom deutschen Team, sondern auch von den anderen internationalen starken Mannschaften wird gerne genutzt. Gerade aufgrund der Regelveränderung, dass man jetzt kein Leibchen mehr überziehen muss, sondern auch jede x-beliebige Spielerin rein und raus kann, ist das schon eine gute taktische Möglichkeit. Und jetzt die Chance wieder. Und klasse gehalten! Ja, das ist diese unfassbare Stärke von Jasmina. Also wenn es darum geht, dann kann man sich 100% auf sie verlassen. Das ist wirklich irre. Wahnsinnsparade hier auf jeden Fall. Und da pusht sie sich selber nochmal, haut den Pfosten da fast um. Und wieder ist sie da. Und dann gibt es 7 Meter. Ja, das war jetzt eine harte Entscheidung. Kann Xeni auch gar nicht wirklich glauben, aber gut. Muss JJ schauen, dass er jetzt wieder die nächste Parade macht. Die brennt wirklich bis in die letzte Haarspitze. Würde mich nicht wundern, wenn sie den jetzt pariert. Ah. Dann doch zu gut geworfen von Alexandra Sviridenko. Ausgleich. Wieder ganz offensiv die Deckung jetzt auf
Kobylinska und auf die Laila Amega. Aber das ist eine klasse Einzelaktion von Marlene Zapf. Und das ist natürlich super jetzt. Ja, klasse. Also der Wackler ist in der ganzen Bundesliga bekannt, aber keiner kann es verteidigen. Also es ist wirklich irre, wie Mali sich da durchtankt. Sehr gut gemacht von ihr. Und jetzt droht natürlich die doppelte Strafe für Frisch auf. 2 Minuten gab es schon, jetzt vielleicht auch das Gegentor vom 7-Meter-Streifen. Nein. Ah. Schwach geworfen von Miniskaya. Auf den Standfuß drauf. Kein Problem hier für Christi Zimmermann, den zu parieren und wieder die Chance für Frisch auf in Führung zu gehen. Das ist klasse durchgesteckt. Da schlafen die Tussis in Überzahl. Keine Chance. Und dann geht es aber wieder schnell. Und schon ist der Ausgleich wiederhergestellt. Mal wieder durch Marlene Zapf. Ihr 5. Treffer in dieser Partie. Aber so ein Gegentor in Überzahl darf eigentlich nicht passieren. Nee, auf gar keinen Fall. Also da müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir im Verbund dann wieder besser in die Abwehr finden. Das heißt immer so schön, die Mitte muss zu sein. Sprich, wenn auf außen einer ein bisschen freier zum Wurf kommt, okay. Aber durch die Mitte, klar, da hat man den besten Winkel dann zum Tor. Da darf eigentlich gerade, wenn man in Überzahl verteidigt, nichts passieren. Ja, Göppingen hat super gespielt in der kleinen Gruppe, das muss man sagen, wie du schon auch meintest. Super den Ball an die Kreisläuferin durchgesteckt, aber es darf einfach nicht passieren. Und gerade bei so einem Spielstand ist es wichtig, dass solche einfachen Fehler nicht passieren. Aber immerhin haben wir gleich eine Antwort drauf gehabt. Von dem her ist es alles wieder in Ordnung. Aber wir müssen jetzt wieder deutlich eine Schippe drauflegen, wenn wir uns da jetzt nochmal absetzen wollen. Jetzt gibt es Probleme mit der Uhr. Scheint aber jetzt auch wieder zu passen. Frisch auf, hat auch den Torhüter rausgenommen. Sprich, spielt jetzt mit 6 Feldspielerinnen, obwohl der 2-Minuten-Strafe. Und wieder geht's über den Kreis, aber diesmal passt Julia Behnke auf. Ja, das war jetzt schon das zweite Mal, dass sie da wirklich versucht, das Foulspiel oder auch die 2-Minuten-Strafe gegen Anna Lörper zu provozieren. Hat Lörper auch angezeigt. So, das ist jetzt das zweite Mal schon. Jetzt ist das Zeitspiel angezeigt. Klasse Block. Starker Block, jetzt muss wieder schnell gehen. Und dann das freie Tor. Und sie verfehlt. Jasmina Jankovic verfehlt das freie Tor. Aber jetzt stand der Block wirklich richtig gut. Darauf müssen wir aufbauen, dass wir da jetzt erfolgreich in der Abwehr sind. Wäre es vielleicht sinnvoller gewesen in so einer Situation, klar, wenn der Ball reingeht von Jankovic, dann ist jeder happy. Aber gerade bei so einem Spielstand, wenn noch 19 Minuten zu spielen sind, einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt ein sicheres Ding. Wäre bestimmt besser gewesen, aber in so einer kurzen Sekunde dann wirklich die Entscheidung zu treffen, ist wahrscheinlich schwierig. Sie hat wahrgenommen gehabt, dass das Tor leer ist und sie hat auch schon häufig gezeigt, dass sie fähig ist, das leere Tor zu treffen. Deshalb ja, ist es unglücklich gelaufen. Drei Sekunden noch die Überzahl für die Tussis. Wieder auf Marlene Zapf und die macht wieder stark. Der passt perfekt in den Winkel rein. Da hat sie in der Halbzeit wieder ein gutes Zielwasser getrunken. Absolut. Sie läuft wirklich auf Hochform hier wieder auf und ist ein sicherer Torschütze jetzt in den Reihen von den Tussis. 6 Buden schon gemacht, damit natürlich bisher die beste Torschützin im ganzen Spiel. Da rutscht der Ball Jasmina Jankovic durch. Wieder schnell gespielt, wieder über die rechte Seite.
und wieder erfolgreich. Diesmal nicht über außen, diesmal macht es Maren Weigel, aber mit genau dem gleichen Outcome, und das ist das Tor zum 21:20. Und das kriegt Frisch auch einfach nicht verteidigt, diese Schnellangriffe. Zeitspiel angezeigt. Und wieder rutscht der Ball durch. Unterarmwurf zum 21:21. Aber da sind wir zu defensiv in der Abwehr. Da müssen wir schauen, dass wir den Schritt rausgehen, weil hinten im Tor kann man den Ball nicht sehen. Da ist der Unterarmwurf zu stark. Das ist schlecht verteidigt. Sieht auch nach einer Reaktion auf der Torhüterposition aus. Isabel Roch macht sich da am Spielfeld ran wieder so ein bisschen warm. Hart, aber dann doch fair verteidigt von Frisch auf. Die sind jetzt defensiv viel, viel stärker als in Halbzeit 1. Wieder mal Zeitspiel angezeigt. Wieder geht's über außen. Schwerer Winkel hier für Marlene Zapf. Den kann sie nicht verwandeln. Aber natürlich auch ein Notwurf aus dem Zeitspiel heraus. Wieder über den Kreis und wieder erfolgreich. Und da ist die Führung für Frisch auf Göppingen. 22:21. Das ist zu einfach. Da ist die Abwehr nicht da und es wird schon wieder gewechselt auf der Torhüterposition. Ich hatte es gerade schon angedeutet. Isabel Roch kommt wieder für Jasmina Jankovic. Und jetzt natürlich auch die Auszeit der Tussis Metzingen. Ja, da fehlt so ein bisschen das Vertrauen in die eigene Abwehr und Außenpositionsangriff geht gerade auch wenig. Ja, also wir wirken gerade durch die Reihe sehr, sehr gehemmt. Das macht sich dann halt dementsprechend bemerkbar in der Abwehr, dass wir immer einen Schritt zu langsam sind, wo wir vorhin wirklich hellwach waren und in der ersten Halbzeit alles gut agiert und auch gut geschoben haben. Und dementsprechend geht jetzt hier leider Frisch auf Göppingen verdient in Führung. Petra Adamkova da mit ihrem dritten Treffer, in der ersten Halbzeit nicht zu sehen, jetzt mit drei Buden. Was muss da defensiv passieren? Ist es dann einfach der Wechsel, der nicht funktioniert? Genau, also wir haben ein Kommunikationsproblem da und wir arbeiten nicht um die Kreisläuferin herum, sondern stehen hinter ihr und dafür ist sie zu gut, das hat man gesehen. Sie kann sich da super von der Abwehrspielerin absetzen und das gilt jetzt wirklich zu verbessern, weil ansonsten werden sie dieses taktische Mittel in der Kleingruppe immer wieder probieren. Und entweder erfolgreich sein oder den 7 Meter rausholen. Also die Tussi ist neu eingestellt. Personell. Uns fehlen jetzt auch komplett die einfachen Tore aus dem Rückraum, was in der ersten Halbzeit auch super geklappt hat. Wir zwingen jetzt viel über die rechte Seite, gerade über Marlene Zapf, was ja anfangs auch erfolgreich war, aber es ist zu berechenbar. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir wieder in die Breite und vor allem dann auch in die Tiefe gehen. Vielleicht jetzt mit Maria Obradovic auf Rückraum links. Aber wieder der Ball weggeworfen von Anna Lörper. Zeitspiel wieder angezeigt. Wieder über Marlene Zapf. Expresspass zu Julia Behnke und dann gibt es den 7 Meter. Ja, das ist natürlich eine starke Alternative dann, ne? Wenn Mali sieht, dass sie da den kleinen Winkel hat und nicht zum Tor abspringen kann, dass sie dann da noch die Alternative zu Julia Behnke sucht.
Jetzt probiert es wieder Anna Lörper. Wichtig, dass sie jetzt da wirklich auch trifft. Und das macht sie souverän. Und das ist natürlich nicht nur wichtig für die Tussis, dass jetzt wieder unentschieden steht, sondern natürlich auch für Anna Lörper, die einfach noch nicht so ganz im Spiel ist, vor allem jetzt auch in der zweiten Hälfte noch gar nicht drin war. Jetzt auch die 5-1-Deckung von den Tussis. Katharina Bedies geht raus. Und wieder geht's über den Kreis und das ist zu einfach. Da kann auch Isabel Roch nichts machen. Wieder Göppingen in Führung und die Porsche Arena ist da, steht natürlich hinter den Tussis und peitschen sie jetzt nach vorne. Abgepfiffen, kein Tor, auch wenn es da jetzt große Beschwerde gibt, aber das waren auf jeden Fall 4 Schritte. Vorher natürlich das Foul. Wieder ganz offensiv, sowohl der Rückraum rechts als auch Mitte verteidigt. Und da ist es dann einfach schwer, wenn die Rückraumspieler so weit vorne verdeckt werden. Jetzt ein Verzweiflungswurf von Anna Lörper, der geht natürlich nicht rein. Gut geblockt, die Abwehr steht von frisch auf und die können jetzt tatsächlich auch auf 2 Tore wegziehen. Tussis wirken gerade auch so ein bisschen verwundert. So, ja, Julia Behnke schaut nach oben. Stimmt das Ergebnis wirklich? Sind wir wirklich hinten? Jetzt sogar mit 2 Toren. Anja Brugger. Ja, es läuft gerade einfach super. So wie die Tussis in die erste Halbzeit gestartet sind, hat sich der Spieß jetzt gedreht und die Frischauf-Köppigerinnen sind hellwach und immer einen Schritt voraus. Und die Tussis binden überhaupt nicht in die zweite Halbzeit. Wieder rausgefangen, schnelles Umschaltspiel. Das ist Tussi-Handball von Frisch auf Göppingen. Und jetzt sind es 3 Tore. Ja, jetzt wäre vielleicht auch nochmal eine Auszeit angebracht, dass man wirklich nochmal versucht, die Mädels runterzuholen, weil sie wirken jetzt sehr nervös und unsicher. Und dass man noch mal klare Sachen bespricht. Es ist alles sehr, sehr viel mit der Brechstange jetzt durch die Abwehr und das geht einfach nicht. Genau, und immer nur den Durchbruch. Ne? Wir suchen gar keine andere Lösung mehr über ein kurzes Kreuz, über einen tollen Rückraumwurf oder sowas. Sondern wir versuchen jetzt tatsächlich nur nach Brechstange 1-gegen-1 zu gehen. Und machen dann noch so einfache Fehler. Der Pass findet natürlich keinen Abnehmer von Anna Lörper. Und die verdreht da unten schon so ein bisschen die Augen. Nicht zufrieden mit sich selbst. 10 Minuten sind es noch. Und Frisch auf Göppingen kann weiter davonziehen. Wieder über den Kreis. Und wieder erfolgreich. Und jetzt die 2. Auszeit der Tussis Metzingen. Das wird auch höchste Zeit. Nur noch 9,5 Minuten. 4 Tore jetzt der Rückstand. Das hatte sich wahrscheinlich jeder hier unten anders vorgestellt. Nö, aber wenn man 8 Minuten gar kein Tor wirft, dann kommt eben so ein Stand auch dann dabei raus. Ne? Also wir wissen, dass Frisch auf Göppingen nie aufgibt. Das ist eine kämpferische Mannschaft, die wirklich 60 Minuten Tempo-Handball spielen kann. Und uns gerade
genau das zeigt, was wir in der ersten Halbzeit gut gespielt haben, und zwar Tempohandball. Jetzt wird halt auch die Körpersprache entscheidend sein. Ne? Wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, dann werden wir in den 10 Minuten nichts mehr drehen können. Wenn wir jetzt aber wirklich versuchen, an uns zu glauben und wirklich als Mannschaft da kollegial wieder arbeiten, dann ist durchaus im Handball alles möglich. Jetzt sehen wir neu dabei am Kreis mit der 20 Annika Ingenpass. Versuch es mit 2 Kreisläufern und 7 Angreiferinnen. Tor ist leer bei den Tussis. Wieder geht's über außen. Schwerer Winkel wieder für Marlin Zapf. Und er geht am Tor vorbei. Ja, das war jetzt eigentlich schön gespielt, aber wenn wir das Tor nicht treffen, nutzt es auch nichts. Absoluter Durchhänger, völlig von der Rolle, die Tussis. Frisch auf jetzt mit dem. Ja, mit der Chance auf 5 Tore wegzuziehen. Und das wäre dann vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung hier in der Porsche Arena. Und das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Da ist keine Abwehr da. Da kommt die Hübkova einfach so durch. Ohne große Probleme. Und jetzt sind es 5 Tore. Bei noch ein bisschen mehr als 8 Minuten zu spielen. Und da muss jetzt so ein kleines Porsche Arena Wunder her. Richtig entschieden. Abwehr im Kreis. Was geht der Anna Lörper jetzt durch den Kopf? Das will ich gar nicht wissen. Aber ich glaube, sie weiß genauso wie alle anderen hier in der Halle und auch sie zu Hause, dass das Ding dringend rein muss. Und auch das tut es nicht. Auch der 7 Meter einfach zu schwach geworfen. Wieder gehalten. 5 Tore Rückstand, 8 Minuten noch zu spielen, frisch auf in Ballbesitz. Ja, von der großen Fete wird langsam ganz großer Abstand genommen. Ja, die Tussis stehen komplett neben sich und frisch auf Göppingen weiß das zu nutzen. Also ist wirklich stark, wie sie die zweite Halbzeit jetzt dominieren und auch wirklich steuern. Da können die Tussis jetzt gerade nur dem Rückstand hinterher rennen. Und wir haben es vorher angesprochen, 31 Gegentore wie im Spiel gegen Nellingen, als die Tussis wenigstens 35 gemacht haben, darfst du dir heute nicht erlauben. Jetzt sind es 27, 7 Minuten vor Ende. Es läuft darauf raus, dass es wieder 30, 31 Gegentore werden. Ganz genau, und das ist einfach. Das sind so viele Gegentreffer. Und wenn wir eben keine stabile Abwehr stellen können, 10 Minuten reichen eben nicht in so einem Spitzenhandballspiel, sondern es müssen mindestens 55 Minuten sein, dann gerät man halt auch schnell in den Rückstand. Und es ist jeder Angriff genau derselbe von frisch auf. Und die Tussis kriegen es nicht unter Kontrolle. Es ist immer der Pass an den Kreis, Torwurf, entweder 7 Meter oder eben direkt der Treffer. 6 Tore Führung für frisch auf Göppingen. Ich glaube, mit so einem Spielstand hat wirklich niemand hier in der Arena gerechnet, auch nicht die frisch auf Fans. Nee, konnte man auch nicht, ne? Weil wirklich die Tussis sehr gut ins Spiel gestartet sind. Aber wie schon gesagt, so ein Handballspiel gibt 60 Minuten. Und das, was frisch auf Göppingen gerade aus Parkett zaubert, ist wirklich sehenswert. Und die Tussis können leider im Moment da nicht mithalten. Und jetzt sind es über 10 Minuten, kein Treffer. Jetzt vielleicht mal Marlene Zapf, ja! Es geht! Es geht! Aber die Zeit spricht gegen die Tussis Metzingen. 5 Tore aufholen in 6 Minuten. Und das gegen die sehr gut aufgelegten Göppinger. Das wird einfach fast unmachbar.
Und jetzt gibt es nochmal eine Auszeit. Alexander Knesewitsch will noch ein bisschen Ruhe reinbringen. Will vielleicht auch nicht nochmal sagen, Leute, ganz ruhig, wir sind vorne, lasst euch Zeit. Ja klar, also sie können jetzt eigentlich den Stiefel taktisch gut runterspielen. Michaela Habakova wird gerade Spielerin des Tages so gesehen. Sie hat wirklich alle Zügel in der Hand und wenn sie so weiterspielen, dann wird es für die Tussis, wie du schon gesagt hast, ganz schwer, das Spiel überhaupt noch zu drehen. Andererseits wissen wir auch, zu was die Tussis in der Lage sind und ich wünsche mir jetzt einfach auch noch eine klare, deutliche Körpersprache, die ich gerade extrem vermisse von den pinken Mädels und es gab schon viele Handballspiele, die in den letzten Minuten noch gedreht worden sind, also dürfen wir noch ein bisschen auf dem Porsche Arena Wunder hoffen. Aber dazu muss jetzt natürlich alles stimmen in der Abwehr. Genau, wir brauchen in allererster Linie den Ball. Und dann müssen wir versuchen, wieder schnelle Tore zu erzielen. Das Zweite sehe ich als kein großes Problem. Nur die Abwehr, der Kreis, der muss jetzt gedeckt werden. Und dann sieht man schon, dann ist es auch schwer für Frisch auf. Zeitspiel angezeigt. Wieder über den Kreis. Wieder bekommt sie den Ball. Und das darf einfach nicht passieren. Sie darf den Ball da nicht nochmal bekommen. Glück gehabt. Diesmal gut verteidigt. Zeitspiel angezeigt. Können noch maximal ein bis zwei Pässe sein. Dann muss der Abschluss erfolgen. Und auch der Ball ist drin. Die Tussis bekommen nichts verteidigt. Jeder Angriff ein Treffer für Frisch auf Göppingen. Und die sind jetzt wieder 6 Tore vorne. Laura, du schüttelst den Kopf. Ja, ich kann es wirklich nicht glauben, was hier gerade abläuft, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist schon enttäuschend zu sehen, was die Mädels hier gerade präsentieren oder was sie nicht zeigen können, nicht abrufen können, weil jeder weiß, dass sie weit unter ihren Möglichkeiten spielen. Und es ist ja nicht ganz unwichtig. Wir haben es vorher, kurz vor Anfang der zweiten Halbzeit angesprochen. Thüringen hat gewonnen, Bietigheim hat gewonnen. Thüringen noch ohne Punktverlust. Die Tussis wären jetzt mit 4. Dann wird es schon wieder eng in der Meisterschaft. Die Tussis sehen sich ja wirklich nach der ersten Meisterschaft. Jetzt vielleicht nochmal mit einem schnellen Treffer. Nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Das gelingt wieder nicht, aber zumindest gibt es den 7 Meter und die 2 Minuten. Mali Zapf tritt jetzt an den 7 Meter Punkt. Und das ist jetzt der allerletzte Grashalm. Da lege ich mich jetzt mal einfach fest. Wenn der nicht reingeht, dann ist das Ding hier durch. Der geht aber rein. Jawoll! Vier Tore in 4 Minuten aufholen, in Überzahl. Das muss jetzt die Devise sein für die Tussis. Dazu brauchen sie den Ball. Ja, sie spielen es jetzt clever. Ne? Sie versuchen wirklich das Foulspiel zu provozieren, damit sie lange im Ballbesitz sind im Angriff. Trotzdem müsste jetzt so langsam mal der Arm gehoben werden fürs passive Zeitspiel. Ballgewinn, Tussis. Wir müssen volles Tempo gehen. Julia Behnke. Ja. Es sind noch 3. Aber die Zeit läuft. Wir brauchen noch mal eine schnelle Balleroberung. Das Tor muss jetzt dicht sein. Da darf jetzt nichts passieren. Und da passiert was durch eine Einzelaktion von Johanna Schindler. Die macht den 30. Treffer. Und vielleicht jetzt auch endgültig der Genickbruch für die Tussis.
Auch wenn die Porsche Arena jetzt natürlich nochmal kommt für die letzten 2,5 Minuten. Katharina Bedies. Jetzt müssen sie offensiv bleiben. Jetzt werden sie natürlich auch offensiver. Quasi eine Manndeckung, die jetzt hier gespielt wird. Ballgewinn. Ballgewinn für die Tussis, aber es muss schnell gehen. Sie haben nur noch 2 Minuten Zeit. Wieder über Katharina Bedies. Und den hält sie. Den hält Christi Zimmermann. Das gibt's doch gar nicht. So ein freier Wurf. So ein freier Wurf. Aber es passt zum Spiel heute irgendwie. Es passt tatsächlich zu dieser zweiten Halbzeit, ja. Da haben sie die Chance, tatsächlich nochmal auf 2 Tore ranzukommen. Aber es gibt heute einfach keine Geschenke. Geschenke gibt es, glaube ich, im Handball nie. Das macht es ja auch so attraktiv, ne? Und so sehenswert, dass man sich nie sicher sein kann, dass dieses Ding durch ist. Und wir sehen hier zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Und ja, es ist wirklich unglaublich, dass die Tussis jetzt diesem Rückstand hinterherrennen. Verdienterweise, muss man dazu sagen, ne? Also Göppingen zaubert hier wirklich eine sensationelle zweite Halbzeit aufs Parkett. Und wenn Frisch auf jetzt clever ist, dann spielen sie das Ding hier runter. So macht es jetzt Kinland. Ja. Den macht sie rein. Da lässt sie sich nicht zweimal bitten. Und jetzt ist es auf jeden Fall durch. Ballverlust nochmal für die Tussis aus dem Einwurf. Kein Tor. Da haben aber wir Glück, das macht ja auch nichts mehr. Jetzt erhebt sich nochmal die Arena, Lattenkracher. Hier nochmal von Monika Kobylinska. Aber das Spiel ist durch. Trotzdem natürlich jetzt tolle Geste von den Fans, dass sie sich hier erheben. Jetzt sehen sie gerade noch nur einen Kopf. Da haben sie jetzt die Parade verpasst von Isabel Roch. Gut gehalten, über den Kreis wieder gespielt. Ball abgefangen, weiter Ball auf Anna Lörper. Die hat den Ball am Mittelpunkt, rüber zu Marlene Sapp. Die kann nochmal durchgehen, macht das Ding rein. Aber es werden wieder 31 Gegentore. Oder vielleicht 32. Ja. Ende, aus und vorbei. Die Tussis Metzing verlieren doch tatsächlich in der Porsche Arena gegen super starke Frisch auf Göppingerinnen, die vor allem in der zweiten Halbzeit, Laura, einfach den Stempel